Seid gegrüßt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, meine Grüße gehen auch ganz besonders an Zuschauerinnen heraus. Nicht zu holen. Da ich jetzt mit Sicherheit weiß, dass es doch auch mindestens eine Zuschauerin, also einen weiblichen Zuschauer gibt. Und das finde ich gut so. Könnten ja auch noch mehr werden irgendwann mal. Ja, wieder eine neue Folge in Odyssey. Und die haben jetzt, glaube ich, die ganzen Goblins jetzt vernatzt für Gilbert. Und die habe ich ja noch hier dieses schöne Türchen gesehen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtig. Und dann gucken wir uns noch mal unten an. Das sieht zwar aus, als könnte man mit einer Fleischschwanzenverwandlung da unten runtergehen. Habe ich aber schon ausprobiert. Geht nicht. Oh yeah. Dann, wieso läufst du denn daneben? Dann gucken wir noch mal, was wir hier haben. Dann gehen wir zurück zu Gilbert. Also, der Gilbert hat eigentlich eine ganz andere Stimme im Original gehabt. Ja, ich weiß. Ist aber nicht schlimm. Überhaupt nicht. Hauptsache, es ist vertont und das ist gut so. Ja, ein paar Feuernesselchen. Mir ist nämlich noch aufgefallen. Ach ja, ich möchte mich auch noch für eure Kommentare herzlich bedanken. Und eure Likes. Mir ist nämlich noch aufgefallen. Ich brauche nämlich für die Arena-Kämpfe. Da habe ich jetzt parallel dazu auch noch dran gedacht. Noch 34 Stärkepunkte. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich nicht so weit hier spielen, dass ich da einfach mal so 34 Stärkepunkte, auf die komme ich ja nicht so schnell. Die könnte ich höchstens kriegen, wenn ich einen Permatrank Stärke herstelle. Ja, und ich werde mal kurz gucken, ob ich noch hier was vergessen habe. Dann blende ich mal kurz mein Charakterprofil ein. Hier sehen wir 86 Stärke. 34 bräuchte ich noch, um auf 120 zu kommen. Und Moment mal, Alchemie müsste ich dann, glaube ich, lernen, damit ich Stärke-Tränke oder überhaupt Permatränke brauen kann. Wenn das falsch sein sollte, bitte einen Kommentar. Ich weiß es nämlich nicht mehr so genau, aber ich hoffe, ich liege da ganz richtig. So, da hinten brennt wieder ein Feuerchen. Hier ist wieder Jojo, stürmische Welt, ne? Zurzeit. Ja, so Gilbert, wo bist du denn? Du bist doch an seinem Häuschen. Ach, hier ist ein Holzstumpf. Hätte ich mal machen können im Offscreen. Blauflieder und eine Baumsäge. Gilbert, wo bist du denn, Gilbert? Bist du in deinem Häuschen drin jetzt? Ja. Guten Hunger, Gilbert. Deine Goblins werden dich nicht mehr stören. Wie, sag bloß, die hast du alle erledigt? Klar, warum nicht? Du scheinst ja richtig was drauf zu haben. Tja, sieht wohl ganz so aus. Sehr gut, dann kannst du mir auch wahrscheinlich bei meinem Problem helfen. Ja, noch eins. Bevor wir von deinem Problem reden, erstmal ein bisschen Kohle rausrücken, ne? Bevor wir von deinem Problem reden, sollten wir lieber mal über die Erzmine sprechen. Oder so. Warum nicht? Im Übrigen hängt mein Problem mit der Mine zusammen. Lass mich raten. Du hast den Schlüssel vom Eingang verloren und ich soll ihn für dich suchen. Hä? Wie kommst du denn da drauf? Nee, den Schlüssel habe ich. Okay. Das ist nicht mein Problem. Na schön. Um was handelt es sich dann? Als ich die Mine entdeckt hatte, habe ich mich anfangs nur im vorderen Bereich aufgehalten. Mir reichte es erstmal, das Erz aufzusammeln, das dort auf dem Boden lag. Später habe ich mich dann weiter vorgewagt. Ganz hinten hörte ich aber auf einmal ein unheimliches Geräusch. Erst wollte ich nachsehen, um was es sich handelt, aber plötzlich merkte ich, dass eine dunkle Gestalt auf mich zukam. Es musste irgendein gefährliches Monster sein. So viel war klar, obwohl ich nicht viel von dem Vieh sehen konnte. Dummerweise schien es mich gewittert zu haben, da es immer schneller auf mich zukam. Da geriet ich in Panik und habe mich eilig aus dem Staub gemacht. Mann, ich konnte dir sagen, ich habe in der folgenden Nacht kein Auge zugetan, weil ich glaubte, das Vieh wäre immer noch hinter mir her. Glücklicherweise habe ich einige Tage zuvor einen Schlüssel hier in der Hütte gefunden, der zum Eingang der Mine gehörte. Du kannst dir also vorstellen, dass ich nichts Eiligeres zu tun hatte, als den Eingang zum Schacht zu verschließen. Ja, aber sag mal, du weißt nicht zufällig, wer die Mine vorher genutzt hat. Keine Ahnung, als ich hierher kam, war alles verwahrlost. Wahrscheinlich hat hier schon seit Jahrzehnten keiner mehr gehaust. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Mine von Männern des Königs ausgebeutet wurde, denn sonst würde man sie ja heute noch nutzen.
Das waren wohl eher ein paar Jäger oder sonst welche Typen gewesen, die die Höhle mit dem Erz zufällig gefunden haben. Habe auch keine Ahnung, warum man die Mine aufgegeben hat, zumal dort eine Menge zu holen ist. Na schön, das werde ich ja gleich selber sehen. Am besten gibst du mir jetzt den Schlüssel, damit ich mir mal dein Ungeheuer ansehen kann. Hier hast du ihn, pass aber auf, das Vieh muss ganz schön gefährlich sein. Ja, ah, er kann mir sogar was übers Erzschürfen beibringen. Mhm, alles klar, aber erst nochmal. Ja, okay, das ist nur die Option. Gucken wir mal im Logbuch nach. Ungeheuer in der Mine. Gilbert ist bereit, mich Erzabbau zu beteiligen. Zufall soll ich nur ein Geheimnis von... Okay, dass dort sein Unwesen treibt. Speichern wir mal. Ja, das heißt, gehen wir wieder zurück. Schubidu. Ich mache ein paar Sprünge über die Stümpfe. Was machst du? Das wird wohl der Mineneingang sein. Kann ja nicht anders. Das ist ja nicht zu verdenken. Boah, Leute. Ja, es raschelt schon verdächtig. Aber es ist nicht das Ungeheuer. So. Ja, schön. Dann gucken wir mal. Wieder mal abspeichern vorher. Ja, dann machen wir mal die Tür mal auf, ne? Dann gucken wir mal, was sich da so verbirgt. Auf jeden Fall hier erstmal eine Kerze mit auf dem Fass. Und da hinten sehen wir ja schon dieses blaue Zeug. Apropos Erzschürfen. Schürfen, Schürfen, was? 0% Edelmetallbuddler, Salzkohle, Schwefel, Erzbuddler, Edelsteinbuddler, Goldschmied. Nur mal eben das am Rande zu gucken. Was haben wir hier? Oh, hier gibt es ein paar Erzbrocken. Was haben wir denn hier? Erzklumpen. Hacken wir mal. Erfahrene Erzschürfer, okay. Das war das. Schwarzer Erzklumpen, schwarz. Okay. Die Wissen gesteigert. Ja. Wissen gesteigert. Mhm. Gut. Dann gehen wir mal hier dran. So, auch hier fertig. Bevor ich mich da weiter reinwage, werde ich mal kurz wieder mal abspeichern. Und die werde ich dann mal offscreen machen, die beiden erstmal. An dieser Stelle habe ich mich schon ein bisschen durchgebuddelt und jetzt geht es hier in den nächsten Gang rein. Und, oh! Ach, ein Feuerwarre-Angel. Okay. Na, wenn der mich nicht gleich umpustet mit Feuer. Na, gucken wir mal. Aber schwarz und dunkel sehe ich es nicht. Ah. Okay. Oh. Brenn noch so langsam vor mich hin. Mein Gott, mir wird heiß. Und jetzt ein bisschen wieder mal einen Trunk trinken. Am besten gleich hier so einen fetten. Und lassen speichern. Okay, das kann ja noch nicht das Einzige gewesen sein. Okay, geht's weiter rum? Hä? Was ist los? Moment mal. Das kann doch nicht alles gewesen sein sollen. Gewesen sein sollen. Hä? Steh ich nicht. Sowas bekloppt es jetzt aber auch. Na, dann machen wir den hier noch fertig. So, eben mal übersprungen. Gucken wir doch mal nach. Wir haben 50% als Erzbuddler jetzt gekriegt. Das ist auch gut so. Was uns sagt unser Logbuch? Ungeheuer in der Mine. Gibt's noch nichts? Kein Eintrag? Hä? Und hier geht's ja auch nicht weiter, ne? Nö. Hier ist echt Ende Gelände. Ja.
schön. Ich habe jetzt echt mit einem riesen schwarzen Troll gerechnet. Oder zumindest mit einem Schatten. Mit einem Schattenläufer. Tja. Mal gucken, was Gilbert dazu sagt. Ist der jetzt Gilbert? Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt komme ich schon mit den Namen wieder durcheinander. Oh ja, Namen merken sind nicht so meine Stärke. So, komm, oh, dann liegt noch ein schweren Ast. Du bringst mir mindestens noch ein Goldstück. Komm, komm, komm. Hopp, hopp. Schöne Vegetation. Ist auch, wenn man hier so ein bisschen nochmal zurückhechtet, findet man immer was. So, Gilbertchen. Dein Ungeheuer ist erledigt. Moment. Speichern. Jawohl, weiter geht's. Und Gilbertchen, wo bist du? Ist deine Truhe schon geknackt? Ich glaube ja, ne? Ja. Gut. Ja, wo ist Gilbert hin? Große Frage, nächste Frage. Ich habe doch gerade eben... Ach, da ist er. Er hockt wieder am Feuer. Sehr gut. Deine Mine ist wieder sicher. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt baff. Du hast das Vieh tatsächlich besiegt? So ist es. Es war übrigens ein Feuerwaran gewesen, der sich dort eingenistet hatte. Mann, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Na, dann vielen Dank für deine Hilfe. Wie sieht es mit deinem Versprechen aus? Was soll damit sein? Selbstverständlich stehe ich zu dem, was ich gesagt habe. Also ab heute sind wir Partner. Hol dir so viel aus der Mine, wie du brauchst. Schon geschehen. Schon geschehen. Danke für das Erz. Danke für das Erz. Am liebsten aber hätte ich einige Kisten voll davon. Der König braucht es, um Waffen daraus zu machen. Ah ja, richtig. Sag das doch gleich. Zwei Kisten könnte ich dir geben. Tatsächlich? Sehr gut. Was muss ich dafür tun? Du kannst sie umsonst haben. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Welches? Ich habe zwei Kisten mit Erzsicherheitshalber auf den Berg neben meiner Hütte gebracht. Du kannst diese von der Mine aus am besten ersteigen. Leider aber hat sich dort vor einiger Zeit ein schwarzer Troll breit gemacht. Also doch. Den wirst du also noch loswerden müssen, bevor du da rankommst. Ja, was will er denn haben? Kannst du mir was übers Erdschürfen beibringen? Klar kann ich das. Das wird dich aber einiges kosten. Kosten, ja. Wie viel? 50 Goldstücke. 50? Kannst du mir auch etwas über das Gold- und Schwefelschürfen beibringen? Goldschürfen kann ich dir ebenfalls für 50 Goldstücke beibringen. Schwefel habe ich aber bisher noch nicht abgebaut. Das solltest du besser einen anderen fragen. Okay. Sicherheitshalber werde ich jetzt hier mal abspeichern, weil ich nicht weiß, ob er auch Lernpunkte... Quatsch. Muss erst mal wissen. Ob er auch Lernpunkte abzieht. 37. So, dann pass mal auf. Bring mir was übers Erzhacken bei. Gut, gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Erzstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuttler zu werden. Ja, hat mir ja schon gehabt beim anderen. Bring mir was übers Goldhacken bei. Gut, ist im Grunde wie beim Erzschürfen. Gut, gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, ja, okay. Aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Nuggetstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuttler zu werden. Okay, das sind bestimmt die gleichen Konversationen gewesen. Also, was gucken wir? Wir haben immer noch 37 Lernpunkte. 50 Edelmetallbuttler, sehr gut. Salzkohle, Schwefel 40%, Erzbuttler 60%, Edelsteinbuttler 20%. Schön. Ja, und jetzt soll ich wohl, wie, was für Erzkisten? Mhm, okay, erfüllte Mission, dann wird natürlich Ungeheuer in der Mine erledigt sein, richtig. Ja, jetzt gelang leider, dass ich dann schwarzer Trollbrat gemacht. Mal sehen, ob ich an die Kisten komme. Das heißt, also, ich soll wohl noch wieder zurück zu diesem Erzeingang gehen und von da aus hochklettern. So wie ich Gilbert richtig verstanden habe. Aber wie? Aber wo? Aber wann? Das sieht ja gar nicht zugänglich aus. Doch, oder? Ja, im ersten Moment nicht so. Also wenn ich hier hochklettere, dann komme ich ja nur... Na, versuchen wir es mal.
Erstmal auf diesen Stein. Dann auf den hier. Und dann rutsche ich hier runter. Mal gucken. Nicht so weit. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. So, erstmal hier wieder den Klammergriff gemacht. Oder? Andere Seite nehmen. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ja sein, man weiß es nicht. Hier drauf. Und, ja, springen wir da mal rüber. Okay. Haben wir noch? Ja, ich glaube, die Seite ist besser, um irgendwie hier hochzukommen. Jetzt bin ich ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen gespannt. Ja, ich komme hier auch hoch und dann war es das. Also davon ab komme ich hier nicht weiter hoch. Verschaffen uns doch mal einen Überblick. Oh, ist das tief. Nee, das müsste ich irgendwie noch mal woanders probieren. Ich werde mich dann einklinken und auf die Stelle gehen, an der ich wirklich hochkomme, bis zu den Erzkisten. Kann ja sein, dass ich hier wieder völlig falsch bin. So, dann springe ich dahin. Ja, so weit weg ist es doch nicht. Ich möchte doch noch den Weg zeigen. Und zwar ist es ja eigentlich super einfach gemacht worden. Ich denke immer so kompliziert. Ja, als Konstrukteur muss man immer kompliziert denken, weil hier nämlich geht es richtig schön hoch. Und ich denke mal, also da würde auch dieser Troll sein, den ich brauche, und die Aloe, die mir empfohlen wurde, hier zu suchen. Da ist was. Da ist der schwarze Troll. Das ist der mit den vielen, vielen Zacken am Kopf. Ja, was mache ich denn jetzt? Speichern. Den kriege ich doch niemals nicht erledigt. Sei denn mit dem Spruch oder sowas. Aber probieren geht über studieren. Ich glaube, ich werde mal ihn erstmal ein bisschen... Ja, hey, der hat ja Augen hinten am Rücken oder am Popo. Der macht sich aber jetzt ganz schön breit hier. Okay. So, Tröllchen. Boah, das sieht echt gefährlich aus. Bärig gefährlich. So, einmal um den Stein herum. Bin ich schneller oder ist er schneller? Nein, jetzt habe ich ihn wieder vor mir. So. So, ja. Ja, auf den Popo damit. Oh, ich mache überhaupt keinen Schaden. Also ganz wenig Schaden. Das ist übel. Jawohl. Dafür macht er mir total Schaden. Ja, liebe Leute, ich habe doch noch einen Weg gefunden, den schwarzen Troll eventuell zu killen. Und zwar habe ich ihn hier an so eine Verengung gebracht, herangelockt, habe noch ein paar Feuerpfeile und mal gucken. Okay, hoffentlich bleibt er noch im Felsen hängen. Ja, sehr schön. Jetzt stampft er vor Wut. Ah, die Pfeile gehen noch schön mitten zentriert in ihn hinein. Oh, okay. Oh, ich habe aufgehört zu schießen. Ja, okay. Ist immer noch voll der Stampfer hier. Ja, schwarze Troll. Ich wusste doch irgendwie. Ich habe offscreen ein bisschen geprobt, um irgendwas zu steigen, aber das schien mir doch hier noch am sinnigsten. Also, wenn einer so ein Koloss ist, dann muss er sich nicht wundern, dass er hier nicht durchkommt. Wie ich ihn jetzt hier mit brennenden Zahnstöcherchen hier gleich zum Fall bringen werde. Hoffe ich doch. Jawohl, 1000 Erfahrung. Sehr schön. Ja, was gibt's denn da alles? Fell eines schwarzen Trolls und Trollhauer. Ich bin begeistert. Aha, jetzt können wir da auch hingehen.
und erstmal die Kräuterchen aufsammeln und die Aloe Vera, glaube ich. Nee, die Sonnenaloe. Aloe Vera? Ja, wo waren jetzt hier die Kisten? Die habe ich ja schon von Weitem gesehen. Die waren doch hier irgendwo. Hallo. Kisten. Ja, ja. Das Grundstückel. Ah, ja. Und hier ist die Sonnenaloe. Verschlossene Kiste mit Erz. Ja, sehr schön. Speichern. Ja, dann werde ich mich hier noch ein bisschen umgucken und dann wieder einsteigen, umschalten, wenn es was Neueres gibt. Ah, es dämmert wieder. Und ja, ich habe mal ein bisschen Holz gehackt und Baumstämme gesägt. Und jetzt möchte ich Gilbert ganz gerne sagen, du, ich habe die Kisten mal gefunden, ne? Und den Troll erledigt. Ich habe die Kisten. Gratuliere. Ja, gratuliere ich mich auch. Ja, wie viele Minütchen haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Minütchen. Und da gehe ich mal wieder zu der Stelle, wo der Troll war. Da beam ich mich eben hin. Ja, hier haben wir ja gehabt. Und da habe ich ein bisschen was einsammeln können. Unter anderem auch sehr viel Heilkraut, eine Drachenwurzel, was waren dann noch? Drachenwurzel war da. Und ein Kronstöckelchen. So, und hier war ja die Stelle, wo man hier so eng durch muss. Ich passe da durch. Der schwarze Troll passte da nicht durch. Und jetzt bin ich gespannt, wo es hier weitergeht. Falls es weitergeht. Das ist alles sehr karg und trist hier. Die Sonne verschwindet auch schon. So, oh, hier gibt es wieder Vegetation und es ist sehr dunkel. Moment, wo ist hier was? Ach du liebes bisschen, ein Nachtgreif. Ein Nachtgreif. Greift der jetzt nur zur Nacht an oder wie? Okay. Wie kann ich ihn am besten, vielleicht kann ich ihn am besten mit einem Schwertchen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe auch vergessen zu speichern. Oh, war ja das eng. Das eng. Aber ich habe es geschafft. Der Nachtgreif, was hast du denn? 10 Federn. Ja, schön. Ich weiß nicht, wie viele zigtausend Federn ich schon habe. Oh, jetzt speichern wir mal. Ja, da müssen wir wieder auch ein bisschen was trinken tun. Schauen wir mal. Oh, hier unheimlich viel Fleisch. Moment. Erstmal hier nach den Tränken gucken. Was haben wir denn hier? Trank der Geschwindigkeit. Ja, pff. Okay, was haben wir denn hier? Elixier des Geistes. Auch mal wieder irgendwo gefunden. 5 Mana, sehr schön. Und mal kurz speichern. Und mal gucken, ob es noch mehrere greifende Nächte gibt. Nachtgreife meine ich. Oh, ja, da ist noch ein Nachtgreif. Das ist auch richtig passend. Noch ein Nachtgreif, also 1. 2. Komme ich hier weiter oder nicht? Wer ist näher? Moment. 1, 2, 3. Ach du liebes bisschen. Blöd, dass es jetzt so dunkel ist. Blöd, dass es jetzt auch noch regnen muss. Ja, okay. Dann werde ich mal versuchen, einen zu locken. Weil 2 schaffe ich nicht. Oh Gott, wie viel kommen? Große Frage. Ja. Der hat mich schon erwischt gehabt. Und mich gekillt. Ich bin mal zurück zu Gilbert geschlichen. Was heißt geschlichen? Aber er wärmt sich hier am Feuer auf. Wir haben es 20.08 Uhr. Demnach habe ich gar nicht geachtet, ob Gilbert in seiner Hütte ein Bett hat. Weil ich möchte doch ganz gerne... Jawohl, hat er. Ich möchte doch ganz gerne... die Nachtgreife sehen. Nun bis zum Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Ja, Gilbert, ist gut. Ich gehe ja schon. So, dann sehen wir uns bei den nächsten Nachtgreifen wieder. Ah, das sieht natürlich schon viel, viel besser aus. So, jetzt können wir sie nämlich auch ein bisschen schwingen sehen. Da ist ein Nachtgreif. Wo ist hier noch?
Oh, hier. Hier ist noch ein Nachtgreif. Gucken. Ist der näher? Okay. Dann werden wir mal holen. Versuchen, ob wir den auch wieder so glücklich... Jawohl. Na, Perfektor. Jawohl. Ich habe noch so viele Goblin-Beeren, aus der ich Geschicklichkeitstränke machen könnte. Wäre natürlich nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob die nächsten zu finden sind. Da ist einer. Da müssten Zweier sein. Gehe ich mal hier in die Richtung. Ah, übel, übel, übel. Gespeichert habe ich natürlich. Okay. Ja, jetzt hat er mich. Okay. Wunderbar. Ohne irgendwie was einzustecken zu müssen, habe ich auch diesen erledigt. Schauen wir mal hier noch weiter in die Ecke. Natürlich wieder mit meinem Scoutbogen. Ah, da ist ja noch einer. Sieht auch nach Sackgasse da hinten aus. Okay, dann kann ich ja ruhig ja schon mal meinen Degen ziehen und gucken, ob der Nachtgreif. Okay, der ist nicht so. Oh, der hat mich. Der hat mich auch schon hier mal angeritzt. Na, Kronstöckel. Ich wollte doch hier hin. Genau, richtig. Speichern. Was haben wir denn hier am Ende zu liegen? Falls was ist. Weltknöterich. Jo. Auch schön. Sonst noch was in dieser kleinen Verengung? Noch nichts. Dann gehen wir mal auf den nächsten Nachtgleif. Greif. Schweif. Da ist er. Noch einer irgendwo? Nee, das ist jetzt erstmal der einzige in diesem Bereich. Und? Nehmen wir mal hier. Ja. Oh! Im Vorbeifliegen. Im Vorbeifliegen hat er mich einfach mal so noch angekrallt. Moment mal, was liegt denn hier? Eine Truhe. Erstmal speichern. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und wer hat den? Mann. Wer hat den Schlüssel? Nachtgreif vielleicht? Verschluckt? Hier in der Nähe gibt es eigentlich gar keinen. So, scouten wir nochmal. Okay, hier scheint wohl nichts mehr zu sein. Bum, bum. Nee, hier ist sackende Gasse. Okay, aber ja, dafür gibt es jede Menge bläulichen Flieders. Dann schauen wir uns doch mal hier diese Aussicht an. Kenne ich das? Ist der Leucht? Nee, hä? Was ist denn das? Komme ich jetzt nicht so auf die Schnelle drauf. Ach so. Moment mal. Wozu haben wir denn eine Karte? Ja, richtig. Wir gucken direkt auf den Turm von dem, da wo die Miliz dort ihren Fluchtpunkt hat. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich für euer Zusehen. Und ich grüße auch alle. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ja, den schwarzen Troll, die Aloe, Sonnenaloe haben wir gefunden. Ich gehe noch ein bisschen hier was abgrasen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!